So, ich wurde schon einige Male in den letzten paar Wochen, Monaten, Jahren gefragt, wie ich es schaffe, dass meine Haare, dass ich die so oft färbe, was gar nicht mal stimmt. Ich töne sie erstmal so als Effekt, da töne ich die mit Hedge und Haarfarbe, das ist ja wahrscheinlich. Ich verlinke euch mal den Online-Shop von denen in der Infobox. Auf jeden Fall färbe ich mir oder töne ich mir die jetzt auch nicht so oft. Ich würde sagen, da die Haarfarbe relativ lange bei mir hält, etwa alle 4 Wochen im Durchschnitt rum, manchmal 3, manchmal 6, je nachdem, welche Haarfarbe ich gerade habe. Jetzt bei den roten Haaren sind es so 3,5, 4 Wochen. So, also meine Tipps sind angefangen mit dem richtigen Waschen. Und zwar benutze ich, das ist eine Shampoo Bar von auch Headshot Haarfarbe. Und das ist einfach trockenes Shampoo. Und dadurch wird die Haarfarbe erstmal weniger rausgezogen. Es ist wichtig, dass man beim Haare waschen nur den Ansatz wäscht und nicht die Spitze. Also man soll alles waschen, aber nur in den Ansatz kommt das Shampoo. Und zwar ungefähr bis, ja, wenn man es mal hier bei den Haaren sieht, so bis hier. Denn beim Auswaschen läuft genug Shampoo durch die Spitzen und werden dann auch sauber. Und die Haare riechen dann auch gut, also keine Sorge. Es ist nur so, dass halt Shampoo die Haare sehr stark austrocknet. Deswegen. Jetzt sieht man schlecht, weil ich gerade einen Dutt habe. Aber an sich ist es halt besser, wenn man die Spitzen nicht mit Shampoo noch belastet. Für die Spitzen habe ich dann einmal hier, da kann man auch eine andere benutzen, aber ich habe jetzt momentan diese Haarkur von Haarliebe. Ah, jetzt sieht man es. Und die ist ohne Silikone, ohne Parabene, die ist vegan, genauso wie Headshot Haarfarbe, ist auch vegan, ohne tierische Produkte und so weiter. Das ist am besten für eure Haare, natürliche Produkte zu wählen. Am besten sind sogar Bioprodukte. Und da drin ist unter anderem Macadamia drin, was gut ist für die Haare, und auch Argan. Und das kommt dann in die Haarlänge, nicht in den Ansatz, weil dann fettet der Ansatz zu sehr und eure Haare werden zu schnell fettig, sondern wirklich nur in die Haarlängen. Das wird dann so, das bleibt dann so 3 bis 5 Minuten drin. Manchmal benutze ich auch so diese kleinen Arganöl-Kur-Pads. Das ist halt nur leider Plastik dran und das ist dann halt nicht so nachhaltig, aber benutze ich jetzt auch nicht immer. Das ist nämlich recyceltes Plastik und generell benutze ich dann einmal die Woche dieses hier. Das ist eine Kokosöl-Haarmaske, auch recyceltes Plastik. Und das hier besteht komplett aus Kokos, bietet den Haaren Feuchtigkeit, auch einen wundervollen Kokosduft. Das ist jetzt übrigens, mal kurz abgesehen von Headshot Haarfarbe, keine gesponserte Werbung oder sowas. Das ist einfach nur, damit ihr wisst, was ich mache. Auf jeden Fall auch bio und vegan. Das lässt man dann so 10 Minuten in den Haaren einwirken. Dadurch dauert das Haarewaschen relativ lange, aber es lohnt sich. Dann am besten ist es, wenn ihr eure Haare generell nur ein bis maximal zweimal die Woche wascht. Denn zu viel Wasser, also zu viel Waschen, zu viel Feuchtigkeit für die Haare lässt die Haare auch austrocknen und halt so strohig werden. Das ist ja genau das, was man nicht möchte. Und es ist halt generell schlecht für Haut und Haare, wenn man so oft duschen geht. Dann gibt es halt einen Trick, die Haare ausfetten zu lassen. Ich habe das so gemacht, dass ich habe früher jeden zweiten Tag geduscht, beziehungsweise meine Haare gewaschen. Und dann hat man das immer weiter aufgestockt. Dann alle 3 Tage, alle 4 Tage, alle 5 Tage, so dass es dann klappt, dass man am besten Fall nur noch einmal die Woche duscht. Das ist wirklich das Beste vor allem. Klar, wenn man stinkt oder dreckig ist, kann man sich ja trotzdem waschen. So, dafür gibt es ja Waschlappen, Seife, aber, ne? Oder wenn man halt Sport macht und dann schwitzt, so natürlich könnt ihr euch gerne waschen. Das ist halt nur das Beste, halt, wenn man das nur einmal die Woche macht bis zweimal. Also waschen tue ich mich natürlich häufiger, aber meine Haare wasche ich im besten Fall nur ein, zweimal die Woche. So, dann gehen wir mal auf die Pflegeprodukte nach dem Waschen ein. Und zwar benutze ich einmal, also ich nehme diese Amazing Hair Bears. Manche Leute sagen, die bringen gar nichts. Ich muss sagen, mir bringen sie tatsächlich was. Ich nehme die, weil die haben eine doppelte Menge von Biotin drin. Dadurch
wachsen die Haare wesentlich schneller. Also ich habe das mal ausprobiert, ich habe die also gar nicht genommen, dann habe ich die 2 Monate am Stück genommen, dann habe ich die mal wieder 2 Monate nicht genommen. Der Unterschied, und jetzt nehme ich sie wieder seit einem Monat, der Unterschied ist schon enorm. Also mein Ansatz ist, nach einem Monat ist er circa bei hier und mit diesen Bärchen war er jetzt bei hier. Und deswegen muss ich dann schneller meine Haare nachblondieren. Das mache ich jetzt momentan einfach, damit meine Haare schneller wachsen und ich dann die Spitzen, die halt kaputt sind, weil ganz gesund sind meine Haare natürlich nicht, wie auch wenn ich sie zwischendurch blondiere, dass man das dann halt ab. Also das schneide ich dann ab. Ich weiß nicht, was ich davor gesagt habe. Ich hoffe, das war grammatikalisch korrekt. Gut, weiter geht's damit, dass ich halt verschiedene Öle benutze. Und zwar das hier zum Beispiel. Das ist von Frisees. Das ist aber scheißegal, welches. Das ist ein Arganöl. Und Argan ist generell gut für die Haare. Packe ich eigentlich jeden Tag rein in meine Haare. Zumindest jeden zweiten. Vor allem immer nach dem Duschen. Dann benutze ich noch hier dieses Öl. Das ist Hanf- und Macadamiaöl. Auch gut für die Haare und sorgt dafür, dass sie sich halt auch besser kämmen lassen und halt bessere Pflege haben. Dann habe ich jetzt seit neuestem dieses Klettenwurzelöl. Das habe ich halt bei anderen Leuten gesehen. Das soll man auch in die Kopfhaut einmassieren. Allerdings bin ich davon kein Fan, das an die Kopfhaut zu machen, weil der Kopfhaut produziert generell schon genug Öle. Und wenn man dann noch mehr Öl produziert, noch mehr Öl auf die Kopfhaut tut, dann ist das eine Überproduktion und eine Überladung von Öl auf der Kopfhaut und dadurch werden die Haare unglaublich schnell fettig und das bremst dann auch noch den Haarwachstum und die Nährstoffe werden quasi gebremst, in den Kopf zu gehen. Versteht ihr das? Ist ja auch egal, auf jeden Fall, deswegen mache ich das nicht. Ist aber auch für strapazierte Haare und so weiter, das mache ich jetzt immer zusammen mit dem Macadamia-Hanföl. Dann kann man gerne Olivenöl einfach benutzen, am besten Bio. Was ist das Bio-Zeichen? Bio. Das kann man auch einfach in die Haare machen. Am besten, man macht das so rein und dann lässt man so die Haare so eine Stunde lang einwirken davon. Im Handtuch oder einfach so, weil Handtücher sind auch nicht so gut für die Haare, weil dadurch können die auch abknicken. Deswegen mache ich nach dem Duschen nur einmal kurz. Dann mache ich die so trocken, am besten mit so Knautschbewegungen, nicht so, weil das macht die Haare auch wieder kaputt. Dann einfach auswaschen. Das geht übrigens auch mit Mandelöl, das habe ich jetzt vergessen hier hinzuholen. Da kann man auch einfach, egal welches Mandelöl benutzen, eine Stunde reintun. Ja, und dann auswaschen. Das letzte Öl, was ich euch jetzt gerade hier zeigen möchte, ist, das kennt wahrscheinlich jeder, Kokosöl auf Bio. Kokosöl hat den Vorteil, dass es auch hilft für die strapazierten Haare, dass man einen gesunden Glanz bekommt. Ja, dass die Haare nicht mehr so spröde werden. Also da ist es auch wichtig, dass es nicht nur in den Spitzen ist, sondern wirklich in den Haarlängen. Also wirklich so ab hier. Und die Spitzen brauchen nochmal so eine Extrapflege, dass man die wirklich komplett einschmiert quasi damit. Ja, dann kann man sich das auch alles so in eine Flasche zusammenfüllen. Das habe ich jetzt gemacht. Hier sieht man auch ein bisschen, dass ich das Kokosöl ein bisschen absetzt. Zusammenmischen mit Wasser und dann kann man das super auch zusammen in die Haare tun. Da könnt ihr einfach variieren, was euch am besten gefällt. Ich mache eigentlich täglich Arganöl rein und immer nach dem Duschen Klippenwurzöl, Macadamiaöl, Kokosöl auch immer mal wieder. So, also ich mixe das, aber das Arganöl, das gehört immer dazu. Jetzt wollte ich mir auf jeden Fall morgen, auf übermorgen, ist auch eigentlich egal wann, Keratinöl besorgen. Denn die Haare bestehen, soweit ich weiß, aus Keratin und das soll auch richtig gut sein für die Haare. Ich habe auch so eine Keratinkur, das ist keine Haarkur, sondern das ist, also schon eine Haarkur, aber nicht zum in Duschen rein auswaschen, sondern das ist so eine Durchspülkur. Ja, im Prinzip ist alles gut mit Argan, Keratin, Macadamia, Kokos. All diese Sachen sind gut für eure Haare, geben eure Haare Glanz, sind nicht mehr so strapaziert und so weiter. Wäre es gut, wenn ich meine Haare offen hätte dafür. Aber man sieht es ja auch ein bisschen hier in meinem Pony. So ist er eigentlich relativ gut, würde ich mal so sagen. Ja, dann benutze ich das hier. Das ist Apfelessig. Ist gut für die Haare. Auch wieder regt das Wachstum an, Nährstoffe am Kopfhaut, all diese ganzen Sachen, die ich schon mal gesagt habe. Nur, dass das Apfelessig halt viel intensiver noch macht.
Das kann man dann einfach in so eine kleine Flasche füllen. Gibt es bei Rossmann, DM bestimmt auch, keine Ahnung, überall. Es sind halt so kleine Sprühflaschen. Und dann kann man sich das so schön in die Haare sprühen. Der Duft verfliegt relativ schnell von dem Essig. Abgesehen davon ist Apfelessig auch noch gut für die Haut, für das Immunsystem und so weiter. Da gibt es noch einen Blog-Eintrag von Headshot Haarfarbe. Das verlinke ich einfach auch hier unten so. Relativ interessant, weil Apfelessig wirklich mega gut ist. Mir persönlich ist der Geschmack von Essig zu stark, deswegen trinke ich das nicht so gerne. Eigentlich soll man so einen Esslöffel auf zwei mit Wasser mischen und dann trinken. Das halt wirklich, wenn man das jeden Tag macht, so, dann wird man eigentlich auch nicht mehr krank. Den letzten Tipp, beziehungsweise das letzte, was ich mache, was man euch sagen kann, ich mache mir meine ganzen Zusatzprodukte halt selbst aus natürlichen Produkten und Bioprodukten. Es klingt jetzt so, als wäre ich übel der Öko, so, aber das ist nun mal das Beste für die Haare. Und wenn man sich halt nun mal die Haare färbt, dann sollte man sowas in der Regel machen. Und zwar, das ist jetzt auch fast leer, habe ich so ein Volumenspray gemacht aus Honig. Ich weiß, das ist ein tierisches Produkt. Das geht auch bestimmt ohne. Vielleicht mit Agavendicksaft. Müsste ich nochmal nachgucken. Wenn man mit Honig, mit Apfelessig und Wasser, das mischt man einfach zusammen. Und das hält wirklich gut. Das ist halt wie Haarspray, nur natürlich und die Haare riechen noch gut dazu wegen dem Honig. Auch so Trockenshampoo. Ja, und das ist so im Endeffekt das, was ich so mache für meine Haare. Das klingt jetzt mega viel, aber im Endeffekt ist das gar nicht so viel. Ich kämme mir die Haare auch relativ häufig, weil dann gehen auch die alten Haare raus und so. Also diese, die schon ab sind und nur im Kopf hängen so. Ich föhne meine Haare generell eigentlich fast nie. Also nur, wenn ich wirklich mir morgens die Haare wasche und dann los muss und es nicht anders geht, dann föhne ich sie mir, aber sehr selten. Und ich glätte sie mir auch so selten. Und wenn dann auch nur mal den Pony, wenn er ein bisschen wellig ist. Das ist einfach mega heiß für die Haare. Das muss ich, glaube ich, nicht erklären, dass das schlecht ist für die Haare. Dementsprechend versuche ich das wegzulassen, um halt keinen Spliss zu bekommen. Ich habe auch momentan eigentlich gar keinen Spliss. Es funktioniert eigentlich alles relativ gut, was ich hier mache. Und vielleicht hilft euch das ja auch. Vielleicht habt ihr noch andere Tipps für mich. Oder vielleicht sagt ihr, irgendwas, was ich gesagt habe, ist kompletter Bullshit. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Allerdings, alles, was ich halt jetzt gesagt habe, funktioniert halt bei mir sehr gut. Ihr dürft auch nicht vergessen, dass jede Haare eine andere Haarstruktur haben. Deswegen könnte es halt sein, dass bei mir zum Beispiel die Hair Bears super funktionieren, bei anderen Leuten halt gar nicht funktionieren. Oder dass bei mir Arganöl voll gut hilft für die Haare und dass bei anderen Leuten halt Macadamiaöl viel besser hilft. Oder keine Ahnung, also Sachen. Ne? Jede Haarstruktur ist anders, deswegen hält auch bei den einen Leuten hält grüne Haarfarbe gar nicht. Bei mir kriege ich das 4 Monate lang nicht aus den Haaren. Oder hier drunter ist immer noch blau. Immer wenn mir das Rot rauswäscht, ist da blau wieder. Und anderen Leuten hält blau gar nicht. Es liegt immer auf die Haarstruktur an. Immer auf deine Kopfwurzel, Haarwurzelstruktur, wie auch immer man das nennt, an. Es ist sehr unterschiedlich. Aber im Prinzip kann man auf jeden Fall nichts falsch machen mit Argan, mit Kokos und nicht so viel waschen und so. Das sind eigentlich so die drei Sachen, die sollten eigentlich bei jedem funktionieren. Wenn nicht, korrigiert mich. Ich bin jetzt auch kein Experte. Gut, das war's dann jetzt auch zu mir, zu diesem Video, zu meinen Sachen, die ich so tue. Cool, dass ihr euch das angeguckt habt und wenn euch das gefallen hat, ne, ihr kennt den ganzen YouTuber-Stuff, da, ich weiß nicht genau, wo das jetzt alles ist, liken, kommentieren, abonnieren, favorisieren und ja. Und ihr könnt auch schreiben, wenn ihr Bock habt auf mehr so Videos, dann kann ich nämlich auch gucken, dass ich ein paar mehr mache, so bezüglich Do-it-yourself, Haarkuren, mache ich übrigens auch, Do-it-yourself, Haarspülungen oder andere Tutorials oder was ich so mache, damit ich überlebe. Ne? Sagt ihr einfach Bescheid und ich gebe mir Mühe, das irgendwie umzusetzen. Dann ciao!